Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, geschätzte Anwesende, im Sinne einer Replik antworte ich mit einer Fraktionserklärung der SP. Und ich möchte Folgendes klarstellen. Es handelt sich bei der Beschwerde um eine Verbandsbeschwerde, das heißt genauer um eine Beschwerde des Dachverbands VPV, des Berufsverbands SPK und der Gewerkschaft VPOD Region Zürich, deren Co-Präsidentin ich bin. Mit unserer Beschwerde soll keine fortschrittliche Lösung verhindert werden. Ganz im Gegenteil, die Beschwerde will sicherstellen, dass die Sozialpartnerinnen mit an den Tisch geholt werden, wenn es um das Aushandeln der Arbeitsbedingungen geht. So wurde in der Vernehmlassung unter anderem Änderungen wie die Abschaffung der sogenannten Minimal Standards in Bezug auf Lohnentwicklung, Teuerungsausgleich sowie die geplante Einführung von erleichterten Kündigungsmöglichkeiten für alle Angestellten mit Patientinnenkontakt angemahnt. Finden Sie ernsthaft, dass das Verschlechterungen sind, welche eine gute Lösung für das Personal ausmachen? Und dies nach über 60% Zustimmung für die Pflegeinitiative. Ganz im Gegenteil, das sind Themen, die nicht ohne die Sozialpartnerinnen und ohne den Einbezug der Mitarbeiterinnen entschieden werden dürfen. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Die vorliegenden Personalreglemente wurden ohne das Personal und seine Verbände ausgearbeitet und sie widersprechen damit der geltenden Gesetzgebung. Es ist zynisch und scheinheilig, dass SVP, FDP und die Mitte hier gross für das Personal sprechen und behaupten, dass ausgerechnet die Sozialpartnerinnen gute Lösungen verhindert. Ihr habt doch damals unseren Antrag auf einen GAV bei der SPFG-Revision abgelehnt. Mit der Begründung, dass die Spitäler von sich aus ja ein Interesse hätten, ein gutes Verhältnis mit dem Personal zu haben. Der Nicht-Einbezug der Mitarbeiterinnen und Sozialpartnerinnen hier beweist das Gegenteil. Wir sind gespannt auf das Urteil des Verwaltungsgerichts.